Pflanzen besitzen kein Gehirn, zumindest nicht so, wie wir es kennen. Doch immer mehr finden Forscher heraus, dass sie keine einfach gestrickten Lebewesen sind. Wie genau leben sie? Die Geschichte vom sogenannten Baxter-Effekt zeigt, dass die Antwort auf diese Frage schwieriger sein könnte, als man glaubt. Clive Baxter, amerikanischer Lügendetektor-Spezialist der CIA, warf 1968 die Behauptung in den Raum, dass auch Pflanzen ein Bewusstsein besäßen. Dies tat er nicht ohne jegliches Fundament. Vor ihm war schon der Physiker Jagadish Chandra Bose der Meinung, dass Pflanzen durch das Spielen bestimmter Musik schneller wachsen würden. Baxter war Verhörspezialist und bildete hochrangige Polizeibeamte und Sicherheitsfachleute im richtigen Umgang mit Polygraphen aus. Für ihn war der Polygraph, das Wort ist der Fachbegriff für den Lügendetektor, das Gerät, was ihn prägte und womit er jahrelang forschte. Wie funktioniert ein Lügendetektor überhaupt? Es ist immer noch ein sehr umstrittenes Gerät, welches in kritischen Fällen benutzt wird. In unserem Körper ist es nervenauftreibender zu lügen, als die Wahrheit zu sagen. Der Polygraph zeichnet diese physiologischen Veränderungen auf. Die Parameter wie Atmung, Blutdruck, Stimme etc. werden leicht im Moment des Lügens beeinflusst. Der Polygraph zeichnet nur die Werte auf. Die Auswertung der Daten folgt dann durch einen Polygraphisten. Einige Kritiker sind der Meinung, dass die Messwerte durch gezieltes Training getäuscht werden können. Wie dem auch sei, Clive Baxter kommt eines Tages auf die Idee, seinen Lügendetektor an seinen Drachenbaum anzulegen. Bei trockenem Material ist der elektrische Widerstand anders als bei feuchtem. Er sagte, ich weiß nicht mehr wieso, aber aus irgendeinem Grund wollte ich wissen, wie lange wohl das Wasser brauchen würde, um aus dem Wurzelbereich bis nach ganz oben in die Spitzen der Blätter zu gelangen. Er begoss die Erde der Pflanze und beobachtete etwas Erstaunliches. Der Schreiber zeigte eine typische Kurve eines kurzfristig positiv erregten Menschen. Ob sich die Reaktion ändern würde, wenn auch die Aktion anders war? Er versuchte auf verschiedene Art der Pflanze Angst einzuflößen. 15 Minuten lang probierte ich alles Mögliche aus. Ich tauchte sogar eines der Drachenbaumblätter in eine Tasse Kaffee. Keine Reaktion. Bei einem Menschen hätte ich gesagt, dem ist langweilig. Erst als Baxter eine Schachtel Streichhölzer holte, um die Pflanzenblätter ein wenig anzubrennen, schlug der Detektor aus. Jedoch bevor er es überhaupt getan hatte. Er hatte lediglich die Absicht, dies zu tun. Und je öfter er die Absicht vortäuschte, desto schwächer wurden die Ausschläge. So als würden die Pflanzen unterscheiden können, wie ernst er es meint. Konnte die Pflanze Baxters Gedanken lesen? Bei einem anderen Versuch baute er eine Konstruktion, die lebende Krebse in kochendes Wasser schütten konnte. Im Zimmer waren nur noch die Pflanze und die Krabben. Der Zeiger schlug vor dem Tod der Krabben aus. Weiterhin soll Folgendes beobachtet worden sein. Von 6 Mitarbeitern wurde einer ausgesucht. Dieser sollte eine Pflanze misshandeln und rausreißen. Währenddessen schaute eine andere Pflanze zu, die in einem Lügendetektor angeschlossen war. Die Mitarbeiter gingen nach der Reihe an der Pflanze vorbei, die zuschaute. Bei dem Mitarbeiter, der die andere Pflanze misshandelte, zeigte die zusehende Pflanze eine Reaktion, so als würde sie sich fürchten. Weiterhin experimentierte er beispielsweise mit Joghurtbakterien, Eiern und menschlichem Sperma. Er war der Meinung, dass diese primären Wahrnehmungen in allen Lebewesen gemessen werden könne. Es ist heute wie auch damals ein umstrittenes Thema und wird oft mit Spott begegnet. Das Problem an der ganzen Sache war, Baxter konnte seine Experimente nie beweisen. Pflanzen reagierten auf wiederholte Versuchsexperimente nicht mehr. Er glaubte, dass Pflanzen sich je nach Situation bzw. Anwesende auch totstellen können und erst wieder die gewünschte Reaktion zeigen, wenn unerwünschte Beobachter nicht mehr anwesend sind. Klingt alles verrückt, so auch die Reaktion seines Arbeitgebers. Er wurde von der CIA gekündigt und wurde Nachtwächter. Er reiste um die Welt und präsentierte seine Entdeckungen. Besonders in buddhistischen Ländern war er willkommen. 2013 starb er mit 89 Jahren. Auch wenn seine Ergebnisse nicht reproduzierbar waren, gilt er als Vater der Pflanzenkommunikation und sorgte für ein Umdenken in diesem Gebiet. Es gibt Unterstützer und auch Gegner dieser Ergebnisse. Es gab auch Fälle, wo positive Ergebnisse erzielt worden sind, wo man die Umstände von Baxters Experimenten stark berücksichtigt hatte.
Vielleicht sind wir noch nicht so weit, den komplexen Zusammenhang zu verstehen und kommen somit nicht auf verständliche Ergebnisse. Heute wissen wir, dass Pflanzen keinesfalls reglose Materiebrocken sind. Die Venusfliegenfalle ist eine Pflanze, die zwar Wurzeln hat, aber auf hinterlistige Art und Weise Insekten frisst. Sie ignoriert Blätter, die auf ihre Fangblätter fallen, erkennt aber Insekten sehr genau. Heute weiß man, dass das mit elektrischen Signalen funktioniert. Pflanzen kommunizieren miteinander und reagieren auf ihre Umwelt, erkennen sogar Verwandte wieder und zeigen unterschiedliche individuelle Charaktere, wie es unter anderem der italienische Biologe Stefano Mancuso glaubt. Ein britisches Team von Biologen schaffte es, mit einer Spezialkamera aufzuzeigen, wie eine Schaumkressepflanze zwei andere Pflanzen mit einem Gas warnte, als ein Blatt von ihr abgeschnitten wurde. Es gibt kaum ein Gebilde, das unserer Hirnstruktur stärker ähnelt als das Wurzel- und Pilzgeflecht im Waldboden. Das sogenannte Wood Wide Web. Das Internet des Waldes. Ein unterirdisches Netzwerk, wodurch die Bäume auf komplexe Art miteinander kommunizieren. Gibt es auch eine Sprache, mit der wir mit den Pflanzen kommunizieren können? Die alten Völker glaubten schon immer an solche Phänomene. Beispielsweise werden Gebete vor dem Essen ausgesprochen. Wenn Lebewesen oder auch Nahrung auf unsere Worte und Absichten reagieren, dann wird wieder klar, wie wichtig unsere geistige Einstellung auf unsere Umwelt ist. Es gab einen japanischen Wissenschaftler namens Masaru Emoto, der etwas Ähnliches mit Wasser behauptet hatte. Aber auch seine Ergebnisse waren leider nicht allgemein reproduzierbar. Auch er war nicht der Einzige, der an eine intelligentere Natur glaubt, als allgemein akzeptiert. Wer weiß, vielleicht stehen wir vor einer kopernikanischen Wende. Damals glaubte man noch, die Erde würde im Mittelpunkt des Universums stehen. Oder man wusste nichts über die Welt der kleinsten Teilchen. So lachen wir vielleicht in 100 Jahren über diese Denkweise der emotionslosen Natur.